So, liebe Fußballfans, es ist wieder Mittwoch. Florian, heute können wir mal was berichten, weil wir haben. Ein bisschen. Wir haben mal wieder gespielt, seitlang. Ja, wir können uns gar nicht erinnern, wann das letzte Mal war. Ja, haben schon ein bisschen mit Training angefangen draußen, sodass es uns nicht ganz so schwer fiel. Aber wir konnten also das Fernsehspiel natürlich machen, weil das Schöne ist ja, dass es ein Kunstrasenplatz ist. Und war so ein bisschen tau drauf. Hat sich auch nicht ganz so leicht spielen lassen, aber ist natürlich eine machbare Sache. Ja, Florian, wer es noch nicht gesehen hat, wir haben gespielt. Wir haben 2-1 gewonnen. Und wie war das Halbzeitergebnis? 0-0. Genau. Ja, dann ist Fernschritt in durch Eichendorf in unsere Führung gegangen. Mhm. Und wir konnten dann am Ende ausgleichen, beziehungsweise ins Tor schießen. Wer hat das Tor gemacht? Ein Ausgleich hatte ich gemacht. Na, ist okay. Hat Steffen schön überlupft. Genau, ne? Ich kenne doch unseren Steffen, da kommt schon aus dem Tor gelaufen. Ja. Schön im Rücken. Ja. Bab drüber gelupft. Und das andere Tor hat Seppo gemacht. Hat dann Seppo gemacht, ne? Genau. Ja, also Steffen war dann im Tor. Muss man auch sagen, die Tore, wie die gemacht, das hätte an der Tormann auch nicht gehalten. Ja. Und einen hat sich ja gut rausgekratzt. Hätte ich auch nicht gedacht, den einen, ja. Und man muss auch so vom Spieler sagen, dass auch in der ersten Halbzeit Fernschritt besser in Young war. Ja, wir hatten also eine Weile gebraucht. Wir haben ja lange nicht gespielt. Ein paar Positionen hat mir auch verändert, um ein bisschen in Young zu kommen. Haben wir so ein bisschen zu viel Platz gelassen. Und da hätten sie auch das eine oder andere Tor schießen können, aber Fisch hat eigentlich auch ganz gut gehalten, noch schön rausgekommen. Und sodass eigentlich Farnstedt doch in der ersten Halbzeit mehr Chancen hatte, ja, und mehr vom Spiel. Aber okay, nicht zwingend, da haben auch viele leichtfertig vergeben, ja, wo sie hätten mehr draus machen müssen. Und in der zweiten Halbzeit ging es auch noch so los, aber dann wurde man langsam immer selbstbewusster, hatten auch die ein oder andere Aktion, hat man natürlich auch in der ersten Halbzeit, so ist es nicht. Und je länger die Spielzeit nachher ging, je besser wir mit dem Platz zurechtkamen, je fitter wir auch waren, ja, muss man sagen, sind dann auch am Ende die Tore gefallen. Und ich sag mal, je länger das Spiel noch gegangen wäre, sahen wir immer besser aus, ja? Ja, wurden langsam immer besser. Ja, ich weiß noch nicht, ob das ein Konditionsproblem von Fernschritt war oder ob wir auf dem Platz uns besser eingestellt haben. Egal, war, denke ich, doch faires Spiel, ein paar kleine Nicklichkeiten, aber im Großen und Ganzen war es okay. Ist nur mal ja, ein bisschen ist da schon noch Feuer drin und soll es auch sein, aber es waren jetzt keine absichtlichen bösen Foul oder so irgendwas. Und ich denke, damit können wir alle gut leben. Da kommen wir gleich zu den nächsten Spielen, Florian, die jetzt anstellen. Wir haben uns also in der Wintervorbereitung, wie wir euch angekündigt haben, Delitzsch am Berge eingeladen, oder sie haben uns gefragt, ob wir nicht das Spiel bei uns machen. Und in der Zwischenzeit hat Peter, der ja die zweite mehr oder weniger betreut, noch ein Spiel in Baumhausroda ausgemacht. Und da haben wir dann entschieden, dass wir es dann andersrum spielen, dass wir dann in Baumhausroda mit der ersten spielen und Delitzsch am Berge spielt die zweite, weil von der Spielklasse her passt es natürlich besser. So dass es jetzt so ist, dass wir mit der ersten schon um 12 spielen und 14 Uhr dann die zweite. Und da können wir dann gucken, dass die zweite mit anfängt, dass wir da vielleicht dann noch ein bisschen aushelfen. Da werden wir dann sehen, wie weit die wieder alle da sind. Young sind aus dem Winterschlaf aufgeweckt. So, da haben wir natürlich das Problem mit dem Platz. Heute zum Training war es gefroren, aber es soll ja so warm werden alles. Also werden wir da kurzfristig entscheiden müssen, ob wir spielen oder nicht. Wird wahrscheinlich so sein, dass wir das erst Sonnabend entscheiden können. Sollen ja plus kannst 10 Grad werden oder was, aber ab wann, ja? Dann genau. Ja, Florian, ist da sonst noch was an unserem Platz aufgefallen? Klatze. Klatze, rasierter Platz. Guckt ja. Euch nur einen Sportplatz an, nicht drumherum. Ja, also uns kommt es ja so vor, als wenn wir Auswärtsspiel hätten. Man kennt ihn ja auch nicht wieder. Da kommen wir jetzt zu drehen, du. Ja, also da müssen wir schnell irgendwas anders anpflanzen, irgendwas, ich weiß es nicht. Das war auch schon hier oben mit dem Pappen und so, Florian. Ja, ich habe mir gedacht, ich habe es doch nicht getroffen, weil das eigentlich so komisch aussah. Sieht aus wie Zweiter Weltkrieg hier. Ja, ich denke, das musste sein, aber es sind eben Schmerzen, sich daran zu gewöhnen. Ja, wo wir auch damals in den Größten waren, wo die Pappen weggemacht haben, da wäre ich ja fast den Sportplatz vorbeigefahren. Also ganz so schlimm ist es bei uns nicht, weil wir ja noch die Büsche stehen haben. Aber es sieht schon ein bisschen anders aus, ja. Ja, musste jetzt passieren, wo der Boden gefroren wurde, dass sie da keinen Schaden machen. Platz ist soweit okay, kleine Sachen müssen wir noch wegräumen, aber das stört dann nicht weiter. So, Florian, aber das dazu. Jetzt müssen wir natürlich noch sagen, wie es dann weitergeht.
Das andere Wochenende steht dann nämlich schon das erste. Nachholspiel an, also Punktspiel. Genau. Und der Staffelleiter hat uns gefragt, ob wir es nicht so machen können, dass wir erst hier in Dollwitz spielen, bei uns. Ja, dass wir es tauschen. Und wir dann zur späteren Zeit, weil der Platz ist da wieder nicht bespielbar, und dann haben wir es wieder, dass wir da ewig warten, und dann spielen wir vielleicht dann wieder ja Ostern und Pfingsten und so eine Sachen, wo es uns vielleicht auch nicht passt. Männer da, was wir immer schon vor Ideen hatten. Und da haben wir zugestimmt. Wobei es natürlich auch eine Sache ist. Kann man spielen, kann man nicht spielen. Kann man noch nicht einschätzen. Es soll ja warm werden. Und so komischer Wirbelsturm soll ja immer auch warme Luft bei uns hier herbringen. Wahrscheinlich aus Australien. Und dann kann man sicher spielen. Und das machen wir. Das kriegen wir auch hin. Ja, also immer so mit dem Wetterbericht. Ja. Ja. Die sagen heute, morgen schneit und dann ist das schönste Wetter. Und ja, ja, wisst ihr alles. Aber manchmal sagen sie eben, wie es gerade ist. Ne, das weiß ich auch. Brauche ich bloß das Fenster gucken. Die Vorhersagen sind die entscheidenden. Aber in letzter Zeit haben sie doch mal ein bisschen recht. Ja. Da steht Aufstellung straff. Florian, die können wir natürlich nicht verraten, weil die ist natürlich top secret. Können wir noch nicht rausposaunen. Der Kinderturn hat wahrscheinlich noch gesagt jetzt in letzter Zeit. Hat also gut geklappt. Ich werde also spätestens morgen die Fotos ins Netz stellen. Ja, dass jeder mal gucken kann, was da Schönes los war. Und so wie dann der Zeitungsartikel da ist, werde den auch zu sehen kriegen alles. Aber ich weiß noch nicht, ich habe es noch nicht gelesen, ich hatte jetzt ein bisschen Stress auf Arbeit. Stand heute was in Stadtanzeiger drin, aber das war von der Weihnachtsfeier. Von der Weihnachtsfeier noch, ja, also scheint ein bisschen da zu hängen. Aber so wieder was kommt, ist klar. Kriegt ihr alle Bescheid. So, wollt ihr noch irgendwas sagen? Florian? Nee, du musst nur mal die Zeiten richtig reinschreiben ins Internet. Ja, ich muss mir also rügen lassen. Ich habe natürlich wieder die Fortschrittszeit falsch reingeschrieben. Jetzt habe ich SMS versendet, da spielen wir am 5.1. statt am 5.2. Also immer mitdenken. Ja, ich baue immer so Gefallen ein. Im Jahresende kriegt es dann von jedem, der was rausgekriegt hat, kriegt er 1 Euro. Ja, also alles nochmal hinterfragen, was wir reinsetzen. Ja. Vor allem mit diesen komischen Anstoßzeiten, da bin ich total verhaspelt. Ja. Also die Fans, die dann eine Stunde später gekommen sind, naja, war okay. In der ersten Halbzeit war es vorhin schon so ein bisschen besser. Ja, so dass wir das gleich auskorrigiert haben. Die sind dann gekommen, wo wir die Tore gemacht haben, war okay, habe ich zwar genauso ausgeplant. Ja. Also ja, das stand im Netz ein bisschen falsch drin, nehme ich dann raus und damit ist das gegessen. Spiel haben alle angesagt. So, Zack hat mich gefragt, unsere Schrappel-Fans warten schon aufs Burger-Turnier. Die wollen mitmachen, ja? Die wollen mitmachen, gleich mit 8 Mann. Naja, einer muss es ja bezahlen, ja. Aber das bringt ja noch Geld mit. Ja, wir waren jetzt, Malle kommt jetzt, hat jetzt 14 Tage Urlaub, müssen wir mal sehen, ab wann. Und legen wir den Termin fest. Also die nächsten 14 Tage, nicht ungeduldig werden, legen wir es fest und dann im März wird es dann durchgeführt und wir werden das wahrscheinlich auch der Freitag machen, weil die meisten da doch so dann was vorhaben. Auch abends, sodass wir das Freitag, wie das letzte Mal, wieder machen. Nur müssen wir dann uns eine Lösung einfallen lassen, dass wir die alle ein bisschen sich anmelden lassen, dass wir ein bisschen wissen, wie viele Leute es sind, weil das ja noch so wie beim Skaturnier, jetzt müssen wir ja entsprechende Chips vorrätig haben. Beim Pokerturnier sind viele junge Leute dabei, dass man vielleicht auf der Website irgendwie Anmeldedienst machen. Naja, man kann ja so machen, kann sich alles jeder ins Gästebuch reinschreiben. Wir werden uns mal ein bisschen viele Einträge, aber damit können wir ja auch lesen. Leben. Und, oder wir hinterlassen eine Nummer, meine Nummer im Internet. Genau, ja. Oder wir tun Florian seine Nummer, dann kann jeder eine SMS schreiben mit seinem Namen. Geben euch noch bekannt und dann kriegen wir das so organisiert. Dann kriegen wir das hin, werden wir noch einen Pokal holen und dann werden wir die Preisgelder ausschütten. Ja, genau so machen wir es. Gut, wollen wir sie in die Länge ziehen. Die Telekom ist noch in Jange, sie sind also noch nicht fertig, also laden wir alle noch ein bisschen länger. Ja, sie haben wohl schon überall gearbeitet, auch die Schmoner sind ganz begeistert, dass einer mit einem Stuhl und einem Regenschirm vor dem Kasten saß. Bei uns haben sie ein Zelt aufgebaut. Ja, bei uns haben sie ein Zelt aufgebaut, das ist also ein bisschen schwieriger Brez, ja, da brauchen sie ein Zelt, das dauert wahrscheinlich länger. Obwohl die Anschlüsse sollten ja schnell gehen, ja. Lassen wir uns überraschen, ne? Ja, so, okay. Ciao. Ja.